Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht, die, naja, kurioser wie immer nicht hätten laufen können. Der Wahnsinn, der nimmt seinen Lauf und die Callcenter probieren es munter weiter, die Leute bei uns hier in Europa zu bescheißen. Nur, da haben sie, tja, die Rechnung nicht mit uns gemacht. Tja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen verrückten Telefonaten. Tag. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Ich rufe aus Expressred, Investitionsplattform an. Wie geht's Ihnen? Mir geht's soweit ganz gut. Wir möchten Ihnen sprechen. Anna Wolf, also Sie haben auf unserer Plattform registriert, deswegen habe ich angerufen und wollte Ihnen gerne helfen, um Ihre Kontakte, die wir im Winter Zeit haben. Und wen möchten Sie sprechen? Also, wer ist Lilly Lips? Na, Lilly Lips bin ich, da möchten Sie mich sprechen. Aha, ja, also, Sie können mit 250 Euro Ihre Konto starten. Wissen Sie das auch? Ja, das stand da in der Werbung oben drüber. Müssen Sie jetzt einzahlen? Also, müssen Sie jetzt investieren auf unserer Plattform? Na klar. Okay, wie müssen Sie einzahlen? Mit Mastercard oder Visa-Karte? Hagebaumarkt. Wie bitte? Mit meiner neuen Hagebaumarkt-Punktkarte. Oder mit Überweisung? Können Sie auch einzahlen? Mit der Hagebaumarkt-Karte. Wie bitte nochmal? Hagebaumarkt. Sie können entweder mit Kreditkarte oder Überweisung einzahlen. Ach so. Kann ich da nicht mehr eine Hagebaumarkt-Punkte nehmen? Nee, also mit Kreditkarte oder mit Überweisung einzahlen. Sie möchten investieren auf unserer Plattform, ich kann Ihnen helfen. Also wir können zusammen Ihre Kontakte wählen. Ja. Dann machen wir das. Okay. Möchten Sie jetzt Ihre Kontakte wählen, einzahlen? Ja. Okay, mit Kreditkarte oder mit Überweisung? Mit Überweisung. Kreditkarte kostet ja so viel Geld. Nee, Sie können mit Kreditkarte können Sie ganz einfach in 2-3 Minuten einzahlen. Also dauert nur 2-3 Minuten. Sie aber Kreditkarten sind ja so teuer. Haben Sie keine Kreditkarte? Nee, weil die so teuer sind. Okay, mit Überweisung, das dauern bis ein oder zwei Tage, ja? Ja, das ist normal, okay. Standard. Ich vorbereite jetzt für Sie E-Mail. Ja. Einen Moment bitte. Okay. Haben Sie Erfahrung über diese Plattform? Vorher irgendwo getradet oder ist das erste Mal? Nee, das ist das erste Mal. Erste Mal? Ja. Okay. Jetzt ich vorbereite für Sie E-Mail. Ich schicke Ihnen unsere Bankdaten und dann Sie können ganz einfach Ihre Geld einzahlen und dann, ich brauche nur eine Quittung von Ihrer Überweisung, okay? Also zur Finanzabteilung weiterleiten. Wie war das? Eine Quittung oder ein Foto von Ihrer Überweisung. Aber ich habe noch keine Firma, ich kann noch gar keine Quittung ausstellen. Also ich werde jetzt Ihnen unsere Bankdaten schicken. Ja. Und dann Sie können Ihre Geld überweisen. Okay, ja, das mache ich. Gleich Moment. Okay, gleich Moment. Ganz kurz Moment, bitte, jetzt vorbereite ich Sie für die E-Mail. Ja. Sie machen das ganz exzellent. Danke schön. Bitte schön. Es kommt gleich. Ja. Ja. Fertig. Haben Sie die E-Mail schon rausgeschickt? Noch nicht. Jetzt kommt gleich, okay? Okay, dann warte ich. Einen Moment. Also jetzt. Jetzt habe ich Geschichte erlebt. Also Sie können Ihre E-Mail-Adresse aufmachen und dann ich habe Ihnen einen Aktivierungslink geschickt, okay? Gehen Sie weiter mit diesem Link und dann Sie können eine
Einzahlungsoption auswählen und dann gehen Sie weiter, ja? Ja. Wenn Sie fertig sind, und bitte senden Sie mir per E-Mail eine Quittung. Aber ich kann doch gar keine Quittung ausstellen. Benutzen Sie Online-Banking? Nein. Nein. Wie können Sie die Einzahlung machen? Also mit Überweisung? Wenn Sie mit Überweisung einzahlen müssen, Sie müssen entweder Online-Banking benutzen oder vielleicht zur Bank gehen. Ja, ich gehe dann zum Bankautomat. Die Sparkasse ist hier vor der Tür. Da muss ich nicht so weit laufen. Wann müssen Sie Ihre Geld einzahlen oder anfangen zum Traden? Na gleich. Okay, jetzt. Wann können Sie wieder zurück anrufen? Wie meinen Sie das? Also Sie müssen jetzt Überweisung machen, ja? Ja. Okay. Nach halbe Stunde soll ich Sie wieder anrufen. Ja, aber die E-Mail ist doch gar nicht da. Einen Moment bitte. Haben Sie nicht von mir ein E-Mail erhalten? Weiß ich nicht, da ist nichts gekommen. Ich habe auch schon bei dem Sparen geguckt. Auch nicht, ja. Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse bitte nochmal sagen? Ja. Also, können Sie buchstabieren? Die ganze E-Mail-Adresse? Genau. Ja. Ein L. Ein I. Genau. Und dann wieder L, ja? Ah ja, noch ein H. Und dann L. Noch ein H. Und dann ein Y. Y, okay. Ja, dann kommt wieder ein H. Wieder L? Ja, dann ein I. I. Dann kommt ein P. Noch ein P. Genau. Dann kommt ein L. Nochmal, S, oder? Lili-Lips bis am Ende. Also nach P, und was kommt dann? Ein L. M. Nee, ein L. Können Sie buchstabieren? Na, L. Ein L. Lili-Lips. Zum Schluss Lips. Kommt ein L. Genau. Ja. Genau. Lips, also S, ja? S. Ja. Lili-Lips. Ja. Und dann? Ein Ad-Zeichen. Genau. Dann kommt ein M. Je, oder? Nee, ein M. Dann kommt ein D. Können Sie buchstabieren, bitte, Herr Lipp? Also, da mache ich doch. Mannheim, ja? Genau, Mannheim. Ein M. Und dann ein D. D. Dann kommt ein C. C. Ja. Dann kommt wie Cäsar, ist richtig, wie Cäsar. Ja. Und dann kommt noch ein C. Noch ein C. Ja. Genau. Dann kommt ein F. Ein F. Wie Frankfurt, ja? Ja. Dann kommt ein U. U? Nee, das andere mit oben offen. U. Ja. Wie Ulrich, okay. Ja, und dann kommt ein N. N wie Nürnberg. Ja. Richtig. Dann ein Punkt. Punkt. Ja. Mhm. Und dann ein D. Wieder wie Nürnberg. D, ein D. D wie Diana. Ja. Genau. Und dann kommt ein E. Aha, D-E, genau. Also nach dem E sage ich nochmal, ja. M wie Mannheim. Diana, ja. Cäsar, ja. Cäsar, ja. Frankfurt, ja. Ulrich, ja. Sünberg.de. Ja. Richtig. Ja. Okay, ich schicke jetzt nochmal, ja? Ich probiere jetzt nochmal. Okay. Hallo, junges Fräulein, sind Sie doch da? Ich bin hier, ich vorbereite jetzt für Sie E-Mail, ja? Ich sende jetzt manuell, also normalerweise, wir senden automatisch, aber ja. das war nicht erfolgreich. Ich okay. sende es nochmal, ja? Ja. Kurz Moment, bitte. Okay, Sie machen das ganz prima.
Dankeschön. Also, jetzt schicke ich es nochmal. Können Sie nochmal kontrollieren, bitte? Was denn? E-Mail, Ihre E-Mail-Adresse. Ach so, ja, Moment. Hm? Von wem kommt die E-Mail? Anna Wolf. Ja, ich guck nochmal beim Spahn. Nee, der Spahn hat auch keine Nachrichten. Und im Eingang, da ist auch nichts drin. Ist nicht da. Können Sie aktualisieren? Ja. Aktualisieren? Ja. Nein, nichts da. Ist kaputt. Hallo? Also, haben Sie nicht erhalten? Nein. Können Sie aktualisieren, bitte? Ja, habe ich gemacht. Von Anna Wolf? Ist gibt nicht. Gibt es keine E-Mail, okay? Nein. Können wir per WhatsApp schicken? Herr Lil, einen Moment bitte. Herr Lips. Lili Lips, bei der Name, ja. Genau. Können wir per WhatsApp schicken? Ja, aber das hat doch hier kein WhatsApp, das Telefon. Ich nehme Telegram. Benutzen Sie kein WhatsApp? Telegram. Der ist mal anonymer. Benutzen Sie kein WhatsApp? Nee. Da guckt Facebook mit, das will ich nicht. Ich nehme Telegram. Frage jetzt, ja? Haben Sie noch nie erhalten von mir E-Mail? Nein, ist noch nicht angekommen. Jetzt wieder nicht? Ich guck noch mal. Nein, ist noch nicht da. Aber ich kann so lange einen Witz erzählen. Also habe ich richtig geschrieben. Also nochmal sage ich Ihnen, ja? Ja. Luxemburg. Ida. Ja. Ja. Luxemburg. Luxemburg. Y, Luxemburg, Ida, und PayPal, und S, wie kann man sagen, Smile, S, Mannheim, Diana, Cäsar, Frankfurt, Ulrich, Nürnberg.de. Alles richtig? Ja. Ich kann ja mal einen Witz erzählen, um die Stimmung ein bisschen zu lockern. Der Vater pupst, die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen. Hat gar keiner gelacht. Junge Lady, sind Sie noch dran? Ich warte auch, eine Antwort, ja, von unserer Finanzabteilung. Sie benutzen kein, also nicht WhatsApp. Nein, ich habe Telegram, davor die Schwurbler sind. Da sind ein paar Hübsche dabei. Also, wir können, also, entweder per E-Mail-Adresse, also per E-Mail oder per WhatsApp schicken, ja. Ansonsten geht nicht, Herr Lipp. Also wenn Sie möchten investieren, später Sie können, können Sie antworten, ja, per E-Mail. Aber du kannst mich bei Telegram anschreiben. Bei Telegram. Nee. Weil da kann ich. Bei Telegram kann man. Das geht nicht, ja. Also, per E-Mail. Also normalerweise die zweite E-Mail bei uns. Es ist gegangen, aber ich weiß nicht, was ist das Problem. Ja, das ist schade, weil bei Telegram hätte ich dich als Honigtöpfchen eingespeichert. Okay, Herr Lips, also dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch, ja? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, mein Honigtöpfchen. Auf Wiedersehen, tschüss. Ja, die wollte uns dann wohl doch ganz schnell loswerden.
Ich denke mal, sie wird begriffen haben, dass hier wohl kein Geschäft mehr zustande kommt und dass sich das ganze Gespräch, ja, vollkommen für umsonst hier aufgebaut hat. Ich weiß es nicht. Irgendwie so in der Richtung wird's schon sein. Naja, aber immer wieder Wahnsinn. Letztendlich geht es einfach nur darum, dass ihr euer Geld einzahlen sollt. Es geht nicht um Informationen, es geht auch nicht darum, dass man euch irgendwie helfen möchte. Man muss nur mal darüber nachdenken, warum ruft jemand an und erzählt euch, wie ihr reich werdet. Ja, ich glaube, das passiert wohl nicht so einfach, aus heiterem Himmel. Niemand ruft bei euch an und erzählt euch tolle Geschichten, wie man sein Geld ins Unermessliche vermehren kann. Das ist einfach nur, ja, ein Wunschdenken. Keine Ahnung, warum man daran glaubt. Das Problem ist natürlich, dass die Zeiten momentan auch nicht unbedingt die einfachsten sind. Und viele versuchen natürlich irgendwo, ja, aus der Not noch irgendwo was rauszuholen, dass man vielleicht, ja, weiß ich nicht, ja, dass man einfach wieder mit den finanziellen Mitteln, die man hat, zurechtkommt. Ich denke, diese Maschen, die zielen schon ausgerechnet auf die Leute ab, die es, ja, definitiv sich nicht leisten können, die 250 Euro einzuzahlen. Und das Schlimme dabei ist, die Leute, die werden ihr Geld nicht wiedersehen und werden alle enttäuscht werden, die hier ihr Geld einzahlen. Von daher immer schön aufpassen, was ihr macht und, ja, gebt eure Daten nicht an fremde Leute weiter. Und, tja, installiert auch kein Anydesk oder irgendwie sowas auf euren Computern, denn, naja, dann, ja, kann man seinen Computer eigentlich auch direkt auf öffentlicher Straße aufbauen und den Monitor eingeschaltet lassen. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat. Hallo? Kann ich mit dir Lilly sprechen? Lilly, bist du zum Apparat, ja? Mein Name ist Anna Stritz. Ich hoffe, Sie von der Handelsgesellschaft. Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige Roy Investment. Stimmt das? Weiß ich nicht, welche Firma, von welcher Online-Handelsfirma rufen Sie denn an? Also, Sie haben sich bei uns registriert, um extra Geld zu verdienen auf dem Finanzmarkt. Stimmt das, ja? Ja, bei welcher Firma denn? Sie haben mir doch keinen Firmennamen gesagt. Ja, ich rufe Sie von der Handelsplattform E-Trade. Okay. Also, sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrung auf dem Finanzmarkt zu arbeiten? Nein. Nein, also, dann sagen Sie bitte, haben Sie verstanden, wie alles funktioniert? Nein. Nein? Können Sie sich helfen, alles erklären? Wie bitte? Können Sie sich helfen und alles erklären? Können Sie machen, ja. Okay, also, unser Finanzunternehmen arbeitet auf dem Finanzmarkt mit Kryptowährenden, Börsenstöcken, Unternehmensaktien und andere. Wir kaufen diese Währenden billige und verkaufen diese Währenden teure. Differenz mit Kaufen und Verkaufen ist ihr netter Gewinn. So, wir bitten unsere Kunden zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Sie können mit unserem Bot-System arbeiten oder mit unserem Expert. Ein Bot-System ist ein Algorithmus und es arbeitet für Sie selbstständig und schließt für Sie ein bisschen 10 oder 15 Leads pro Tag. Und Expert ist unsere Person, unsere Arbeiter und wir können Sie helfen, welche Deals besser schließen und wie können Sie Geld verdienen? Wie können Sie lernen? Wie können Sie Geld verdienen? Aber das macht selbstständig von unserer Hilfe. Ja. Und nach welchen Kriterien arbeitet das Boot? Das Boot arbeitet selbstständig für Sie und er schließt ein bisschen 10 oder 15 Deals pro Tag. Es ist ein automatisches System, ein Algorithmus. Und das macht alles selbstständig. Und nach welchen Kriterien arbeitet das Bot-System? Dieser Bot-System arbeitet auf der Finanzmarkt. Zum Beispiel, er schließt für beste Deals. Zum Beispiel, heute ist besser, Bitcoin zu kaufen. Deshalb ist es billiger. Und zum Beispiel, morgen ist es besser, diese Bitcoin zu verkaufen. Deshalb ist es teurer. Und so dieser Bot-System macht diese Deals. Er verkauft während und dann kaufen während. Und diese Differenz mit Kaufen und Verkaufen ist viel unter Gewinn. Nach welchen Kriterien handelt das System? Noch einmal bitte? Nach welchen Kriterien handelt das System? Ja, genau. Das war eine Frage, die man nicht mit Ja genau beantworten kann. Ja, wir brauchen einen kleinen Betrag für diese Arbeit. Das ist 250 Euro. Es ist unser wenigster Betrag für die Arbeit auf dem Finanzmarkt.
Und mit diesem Geld, Sie können arbeiten mit unserem Board-System oder mit unserem Expert oder zusammen mit Board-System und Expert. Was genau ist der Grund Ihres Anrufs? Noch einmal? Was genau ist der Grund Ihres Anrufs? Ich höre Sie sehr schlecht. Können Sie bitte wiederholen? Was genau ist der Grund Ihres Anrufes? Ja, Sie können mit unserem Expert reden oder arbeiten selbstständig mit diesem Board-System ohne Anrufen. Aber Sie antworten nicht gerne auf Fragen, oder? Ich verstehe Sie sehr schlecht. Vielleicht ist es ein Problem mit Verbindung. Ja, ich verstehe den Grund des Anrufens nicht. Also, ja, aber sagen Sie bitte, haben Sie Interesse, es zu probieren, vielleicht mit unserer Botschaft zu arbeiten oder mit Experten? Wie bitte? Ich weiß, haben Sie Interesse, probieren mit uns zu arbeiten, mit unserem Botsystem oder mit unserem Expert? Woran genau soll ich denn Interesse haben? Eine Sekunde, können Sie bitte mit unserem Expert sprechen? Er kann Sie alles besser erzählen. Ja, dann gucken wir mal, ja. Eine Sekunde, bitte. Eine Sekunde. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Ja, hallöchen. Hallo. Könnte ich mit Herrn Litz sprechen? Ist doch am Telefon. Ja, grüße Sie, mein Name ist Lukas Heide. Sie haben von meiner Assistentin jetzt kontaktiert. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Fragen zur technischen Sache, also was Training angeht, was Finanzierung angeht? Ich verstehe den Grund des Anrufs nicht. Bitte? Ich verstehe den Grund des Anrufs nicht. Ja, also haben Sie bestimmte Fragen, die Sie mit meiner Kollegin nicht lösen konnten, oder wollten Sie was so Bestimmtes besprechen? Na, ich verstehe den Grund des Anrufs nicht. Verstehen Sie nicht den Grund, wofür? Na, von dem Anruf. Ah, von dem Anruf, weil Sie für Training angemeldet sind. Ach so. Sie haben Ihre Daten zur Kontaktaufnahme gelassen. Aber warum ruft denn jemand an, der keine Fragen beantworten kann? Und nicht mal Deutsch? Nee, von meiner Assistentin haben die schon helfen, beraten gekommen. Und die hat mir gesagt, dass sie auf irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen sind. Und ich bin hier auch, um ihnen zu helfen. Auf was denn für Schwierigkeiten? Das sagen Sie mir bitte. Ja, ich habe ja keine Schwierigkeiten. Okay, wunderbar. Haben Sie also das alles durchgesprochen, verstanden, wie das Ganze bei uns funktioniert? Nee, das hat die nicht erklärt. Also wurde Ihnen noch erklärt, möchten Sie jetzt mit einem Roboter arbeiten? Wie macht er das, der Roboter? Ja, also das ist ein automatisches Handelssystem. Es wird ein handtechnischer Analyse-Deals abgeschlossen, die wir von unseren Analytikern eine Prognose bekommen und in das System hinaufladen können, so wie auch das System immer 24 Stunden, 7 Tage pro Woche laufen lässt. Ja, das sind ja Kryptowährungen, hat nichts mit Daten oder Aktien zu tun, deswegen ist ja immer rund um die Uhr, jeden Tag steht uns zur Verfügung. Und von Vorteil wäre, dass wir also fast gar keine Zeit dafür verschwenden, so wie auch, dass wir immer ein Set von Deals automatisch abschließen können. Ja, das heißt 5, 7, 10 Deals immer zu einer Sekunde abgeschlossen und so wie auch alle, also Eingaben sind automatisch überprüft. Also Sie können sich nicht bei einem Nummerangabe oder Größe von Ihrem Deal vertippen. Also versteht eigentlich irgendjemand, was der da sagt? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Aber der redet ja nur wirres Zeug. Also das hat ja nicht mal was im Ansatz mit dem zu tun, was ich gefragt habe. Der labert einfach irgendwas und wenn ich ihm eine Antwort gebe, dann ist er verwirrt und labert irgendwas Neues, Verwirrendes, was von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja, also weiß ich nicht, was das hier werden soll, aber dass das hier definitiv kein seriöses Gespräch mehr werden kann, ich glaube, das ist auch so klar. Ja, auch habt ihr ausgeschlossen. Und nach welchen Kriterien arbeitet der Roboter? Bitte? Und nach welchen Kriterien arbeitet der Roboter? Ja, das
Ja, das Bootsystem wird auf unserem Server gelaufen und wir als Kunde haben ein aktives Handelskonto bei uns. Wir bekommen einen Zugriff dazu. Sie werden dann von Ihrem Finanzberater kontaktiert, um dies einzustellen, ja, richtig einschalten und dann ist ja bloß laufen lassen. Ja, und nach welchen Kriterien läuft denn der Bot? Ja, bitte? Nach welchen Kriterien läuft denn der Bot? Ich habe nicht ganz gut gehört. Nach welchem? Ja, nach welchem Kriterium? Nach welchen Kriterien läuft der Roboter? Ja. Ja, es hängt von Ihrem Plan und ja, davon, mit welchen Anlagen Sie arbeiten und für welche Vermögenswerte Sie sich interessieren. Ja, auch wieder hier. Ganz schlecht gekonnt, nicht geantwortet. Ja. Er hat nun die Frage schon nach tausendfacher Wiederholung endlich mal verstanden. Aber eine Antwort hat er auch hier wieder nicht gegeben. Und was ich ja auch immer absolut interessant finde in diesen Telefongesprächen, sobald die Betrüger eine Frage mehrfach gestellt bekommen und mehrfach nicht darauf antworten können, erzählen sie einem irgendwann, dass es irgendwelche technischen Probleme in der Leitung geben würde und man deswegen nicht genau richtig verstanden hat. Ja, genau. Ja, das glauben wir natürlich alle sofort und ja, zahlen da sofort Geld ein, ne? Nicht wahr? Also wenn es um Zahlen geht, mit dem Roboter kann man bei diesem Projekt mit Kryptowährungen ab 30% monatlich verdienen, ja, von der Summe, mit der man arbeitet. Ja, und diesen Prozentansatz wird immer, ja, je nach Steigerung der eingesetzten Summe, wird auch sich auch steigern. Wir haben aber eine Frage nicht beantwortet. Bitte? Wir haben meine Frage nicht beantwortet. Meine Frage? Könnte Sie ein bisschen lauter wiederholen? Ich kann Sie nicht ganz gut hören. Wir haben meine Frage nicht beantwortet. Ihre Frage? Ja, können Sie die Frage wiederholen, bitte? Nach welchen Kriterien handelt der Roboter? Also, nach welchen Kriterien? Schauen Sie mal, die Vermögenswerte werden von unseren Analytikern ausgewählt. Danach an technischen Analyse werden Prognosen gemacht. Und falls wir eine Steigerung oder Senkung prognosieren werden, dann entscheiden wir uns ja für die und die Kryptovermögenswerte oder andere Vermögenswerte. Und in denen arbeiten wir. Ja, aber die reden über den Roboter und sagen dann, sie müssen das selber entscheiden. Wozu brauche ich denn dann den Roboter, wenn der gar nichts kann? Das ist in der Tat mal eine vernünftige Frage, glaube ich. Warum brauche ich dann einen Handelsroboter, wenn ich doch die ganze Zeit da irgendeinen Mitarbeiter brauche, der das Ding für mich einstellt? Was macht genau denn der Roboter? Ja, genau. Wohl nix, ne? Vielleicht, weil der Roboter überhaupt nicht existiert und man eigentlich nur von euch 250 Euro haben will. Tja, so läuft wohl das Geschäft. Ja, falls Sie selbst entscheiden möchten, dann sollen Sie vielleicht mit Finanzexperten direkt arbeiten. Automatisch. Ja, aber ich will ja mit dem Roboter arbeiten. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn es ein Roboter ist, den ich selber bedienen muss. Dann ist ja kein Roboter mehr. Da gibt es ein Bootsystem und die Dienste werden automatisch abgeschlossen. Das ist ja bloß. Und nach welchen Kriterien? Ich verstehe Ihre Frage ja gar nicht. Aber ich dachte, wir sind Finanzberater vom Handelsmarkt, dann müssen die das doch wissen, nach welchen Kriterien ja. Die Roboter arbeitet, den die mir verkaufen wollen. Und welche Kriterien Sie denn meinen? Was? Welche Kriterien Sie meinen? Naja, nach welchen Kriterien der Roboter arbeitet, nach welchen Kriterien der Roboter handelt, nach welchen Kriterien der Roboter mein Geld ausgibt, das muss ich doch vorher wissen. Ja, es gibt verschiedene Kriterien. Ich meine, bei dem Projekt ist ein bestimmter... Genau, und die verschiedenen Kriterien möchte ich ja gerne wissen vorher. Also die Sachen kann ich Ihnen ja nicht sagen. Also ich soll Geld einfallen und Sie können mich vorher nicht beraten? Was die Frage angeht, kann ich Ihnen nicht sagen im Moment. Dann verstehe ich den Grund Ihres Anrufs nicht. Bitte? Dann verstehe ich den Grund von Ihrem Anruf nicht. Verstehen Sie den Grund nicht? Na, die haben doch gesagt, sie wollen mir helfen. Aber die wissen doch gar nichts. Die beantworten ja nicht eine einzige Frage. Okay. Haben Sie andere Fragen? Oder das war nur die
Ja, wenn ich ein Roboter-System kaufe, dann möchte ich doch wissen, nach welchen Kriterien das Ding mein Geld ausgibt. Es wird nach Kriterien, die im Algorithmus stehen. Also diese internen Rechnungen kenne ich nicht. Ja, ich bin ja auch kein Entwickler von diesem System. Ja, das hat dann damit nichts zu tun. Bitte? Das hat ja damit nichts zu tun. Das ist so, ich erkläre Ihnen nur die Sachen, die ich verstehe, was Kriterien von Roboter oder Kriterien von diesem System angeht, kann ich Ihnen mehr detailliert nicht erklären. Also soll ich etwas kaufen, wo Sie mir gar nicht erklären können, was ich da kaufe? Dann wollen Sie es vielleicht nicht machen. Das klingt auf jeden Fall nach Betrug. Wie heißt denn Ihr komischer Roboter? Bitte? Wie heißt denn Ihr Roboter? Der Roboter hat keinen Namen. Aha. Also existiert der Roboter nicht? Da ist keine... Nein, der muss ja überhaupt existieren, wenn Sie schon darum fragen. Aber er hat überhaupt keinen Namen. Das ist so. Naja gut, ja. Gibt ja auch keinen Roboter. Das ist ja nachher nur ein Demokonto, wo ihr mich verarscht. Okay. Ja, ihr seid ja letztendlich nichts anderes als Betrüger. Warum sagen Sie das? Ja, weil ich es weiß. Okay, wenn Sie das wissen, können Sie das mit diesen Informationen etwas machen. Ja, die verbreite ich überall im Internet, die Informationen, dass jeder eure Plattform kennt und kein Geld in eure Plattform einzahlt. Bitte? Ja, so wie ich es gesagt habe. Ich habe es nicht gehört. Könnten Sie lauter wiederholen? Ja, ich sagte, ich habe genug Informationen und die werde ich auch überall im Internet verbreiten, damit niemand bei euch Geld investiert. Das können Sie machen. Ja. Gut. Machen wir so. Das war's? Das war's dann eigentlich soweit, ja. Such dir mal einen anständigen Job, das kann ich dir noch mit auf den Weg geben. Ja, ich würde sagen, wir haben hier wieder wie immer voll ins Schwarze getroffen. Der nette Betrügermitarbeiter hat dann das Gespräch hier wie immer, ohne sich zu verabschieden, einfach beendet. Tja, so macht man das halt, wenn man aufgeflogen ist und man dann nicht mehr so richtig weiter weiß. Aber schon interessant. Die rufen einen an, möchten einen dabei helfen, wobei auch immer. Die erste Mitarbeiterin, die ist so überfordert, weil sie einfach überhaupt kein Deutsch kann und ja, merkt, dass sie eigentlich hoffnungslos überlastet ist mit allen Fragen, die da kommen und gibt mir dann den scheinbar Vorgesetzten, der dann auch schon bei der ersten Frage eigentlich raus ist und überhaupt nichts beantworten kann. Genau, und solche Firmen möchten von euch 250, 500 oder 1000 Euro wahlweise bekommen. Ja, und ihr könnt sogar noch selber aussuchen, um wie viel Euro ihr euch bescheißen lassen wollt. Mensch, das ist doch richtig nett von diesen Firmen, die hier bei euch anrufen. Einfach nur, weiß ich nicht. Tja, mir fallen da keine netten Worte mehr dazu ein. Es ist immer wieder unterirdisch, aber naja, hier haben wir den Mitarbeiter ja tatsächlich mit den allereinfachsten Fragen direkt an die Wand gestellt. Der wusste ja gar nicht, was er antworten soll und hat viel erzählt und viel bla bla, um nachher wieder nix. Tja, man kennt's nicht anders von den Betrügern. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Hier haben wir für euch noch eine Playlist, wo ihr auch gerne mal ein bisschen durchblättern könnt. Vielleicht ist ja noch ein anderes Video für euch mit dabei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.